zum letzten Vortrag in dieser Session. Felix Kunde ist ein bekanntes PostGIS-Gesicht. Man kennt ihn zum Beispiel von der 3D City Database, PostGIS, City GML und ähnlichen Projekten. Aber diesmal ist ein anderes Thema. Es geht um Deep Learning und künstliche Intelligenz. Das sind so Themen, die heute viel diskutiert werden, aber vielleicht ein bisschen diffus sind für viele Personen. Da schwingt vielleicht auch etwas Angst mit. Das gefährdet vielleicht unsere Arbeitsplätze in Zukunft und entwickeln da so Eigendynamik, die wir als Menschen vielleicht nicht mehr kontrollieren können. Darum bin ich jetzt gespannt, was vielleicht die positiven Seiten noch davon sind, oder? Ja, wobei ich wahrscheinlich auch viel auf negative Seiten eingehe. Okay. Willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, man versteht mich gut. Mein Vortrag richtet sich heute so ein bisschen auf, was ist eigentlich Deep Learning? Ich werde auch ein bisschen was zu meiner aktuellen Forschung berichten, aber ich versuche euch mehr beizubringen, eigentlich was steckt dahinter und dass man jetzt vielleicht nicht alles erstaunt sein muss, was jetzt vielleicht Manager überall in der Welt sagen, wie krass cool das jetzt ist. Also was eigentlich dahinter steckt. Okay, wer hat denn noch nie von Deep Learning gehört? Ich würde sagen, spätestens seit letztem Jahr ist es eigentlich auch in unserer Community, in unserer Branche recht gut angekommen. Ja, ich wurde eigentlich schon relativ gut vorgestellt. Ich bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Beuth-Hochschule. Also ich habe vorher im Bereich 3D-Stadtmodelle gearbeitet. Jetzt geht das mehr in Richtung Verkehrsvorhersage, deswegen auch der Deep Learning-Ansatz. Wer 2014 bei der PostGIS war, wird die Beuth-Hochschule wahrscheinlich noch in Erinnerung haben. Und worum geht es in dem Talk und in meinem Vortrag? Einmal, was steckt eigentlich hinter dem Hype von Deep Learning? Und die Frage, die uns vielleicht dabei beschäftigt, kann man auch Geodaten darauf schmeißen und irgendwie coole, tolle Ergebnisse bekommen? Und wenn man Deep Learning einsetzt, worauf sollte man achten? Also wie viel Theorie sollte man sich vielleicht selber ein bisschen anlesen, um die Methodik und die Ergebnisse, die man vielleicht am Ende rausbekommt, besser zu verstehen? Und wenn man dann immer noch nicht abgeschreckt ist, wo fängt man am besten an, wenn man das selber entwickeln möchte und welche Software gibt's da, mit der man starten kann? Neuronale Netze wird ganz gerne immer erklärt, von wegen, das ist ein Algorithmus, der angelehnt ist an das menschliche Gehirn. Da geht's auch um Neuronen und Synapsen. Es ist eigentlich, würde ich sagen, nur sehr grob angelehnt daran. Das ist eigentlich deutlich abstrakter und wirklich über eigentlich nur doch sehr wenig, wie jetzt unser Mensch hier, also wie das in unserem menschlichen Kopf funktioniert. Es kommt halt aus dem Bereich Machine Learning. Es ist eigentlich Machine Learning mit neuronalen Netzen. Das steckt eigentlich hinter Deep Learning. Und eine der Hauptanwendungsfälle ist eigentlich so das überwachte Lernen. Also wir zeigen einem Computer einfach zigtausend Mal ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Aktion und irgendwann lernt er das dann. Also ein gutes Beispiel, was ich erst vor kurzem gehört habe, ist, dass wenn man jetzt ein Mensch irgendwie lernen soll, dass er nicht einfach ohne zu gucken über die Straße gehen soll, weil da Autos langfahren, dann merkt er sich das einfach sofort und begreift auch sofort die Implikation, was es heißt, wenn er jetzt einfach so über die Straße gehen würde, kommt ein Auto, fährt ihn tot, dass er das nie machen würde. Und das hat er mit einmal, dass er diese Lektion bekommen hat, weiß er das sofort und checkt das sofort. Und ein Computer, der würde erstmal, weiß ich nicht, ein paar tausend Mal sterben, so, bis er das dann gecheckt hat. Also da sieht man noch, wie groß die Diskrepanz vielleicht eigentlich noch ist zu wirklicher künstlicher Intelligenz. Ja, also neuronales Netz, ich habe es mal an so zwei Abbildungen an die Wand geworfen, wie man sie auch im Internet findet. Es besteht in der Regel aus mehreren Schichten. Das sind einzelne Neuronen, die in diesen Schichten stecken. Diese Neuronen, das hat einfach nur diesen Namen Neuronen, das sind einfach nur mathematische Funktionen, sehr, sehr einfache mathematische Funktionen. Die sind aber alle miteinander verkettet, alle miteinander vermascht. Und was man ziemlich gut über dieses Netz machen kann, ist, man kann Signale propagieren. Also das ist genau dieses, der Computer erkennt irgendwas in den Daten, die man eingibt. Das erkennt er nur durch diese Signale, die über dieses Netz hinfort propagiert werden. Und dieses Wort Deep kommt eigentlich von der Tiefe von den Netzen. Ich habe unten mal ein Bild von der Google Net, was Bilder extrahieren kann.
Das hat, glaube ich, weiß nicht, 45 Schichten innen drin und daher leitet sich so dieses Deep ab. Im Grunde genommen ist es aber eigentlich auch nur ein Buzzword, was sich so die Wissenschaftler, die in dem Bereich forschen, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Und es zeigt auch Wirkung, also viele von euch kennen es mittlerweile, den Begriff, und wissen auch, dass es gerade so ein bisschen so ein kleiner Hype ist. Genauso ein bisschen wie auch mit Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Das nutzen Manager ganz gerne damit, weil das halt auch schön cool und wichtig klingt. Es ist auch immer so, wenn ich Leuten erzähle, was ich jetzt aktuell mache, dann manchmal verwende ich auch den Begriff, ja, ich mache jetzt was mit künstlicher Intelligenz. Und dann sehe ich natürlich immer gleich die großen Augen von den Leuten und denke, ja, du arbeitest schon an verdammt coolen Sachen. Ne? Aber wenn man das dann wirklich in der Tiefe dann erklären würde, dann merkt man doch, okay, es sind einfach nur mathematische Funktionen, es ist ein einfacher Algorithmus, ziemlich viel Matrixmultiplikation, was dahinter steckt. Das ist jetzt eigentlich noch ziemlich weit davon entfernt, was vielleicht die meisten von euch in der künstlichen Intelligenz verstehen oder was man aus Filmen kennt. Also normalerweise ist es nämlich so, dass wir den Computer immer nur auf eine bestimmte Sache trainieren, dass er die dann richtig gut kann, wie zum Beispiel über die Straße gehen. Aber dann heißt es noch nicht, dass er irgendwelche anderen Dinge auf der anderen Straßenseite sofort extrahieren kann und verstehen kann. Das müsste man ihm auch erstmal alles beibringen. Also das ist noch weit von, würde ich sagen, Bewusstsein und sowas entfernt. Also da muss man immer so ein bisschen kritisch dem gegenüberstehen, was es eigentlich heißt. Was einige von euch vielleicht kennen, was letztes Jahr ein bisschen durch die Medienlandschaft gegangen ist, ist dieser Google-Computer Deep oder AlphaGo, steckt hinter diesem Projekt DeepMind. Der Computer hat halt einen der weltbesten Go-Spieler geschlagen, was man immer gedacht hat, Go, das ist ein Spiel, das hat irgendwie zigtausend Variationen, das ist eigentlich ziemlich schwer zu lösen für einen Rechner, aber der hat es mittlerweile geschafft und hat auch noch eine ganze andere Reihe guter Go-Spieler besiegt. Und und das ist halt deswegen, hat diese Wogen sind irgendwann dann auch bei uns angekommen in der Geobranche. Also es gab jetzt im Januar das Geospatial World Forum und die hatten auch als Titelthema Geospatial and Deep Learning. Ich habe jetzt gar nicht so genau in das Programm reingeguckt, was die jetzt denn da eigentlich berichtet haben, aber es wird mittlerweile gerne schnell aufgeschnappt und weiter verbreitet. Was steckt denn hinter dem Hype? Wo wird das denn schon eingesetzt? Also wenn man zum Beispiel den Google Translator benutzt, also der basiert seit, denke ich mal, einiger Zeit schon auf einem neuronalen Netz und liefert auch tatsächlich ziemlich gute Ergebnisse bei den Übersetzungen. Also man hat auch ein bisschen versucht, das zu verstehen, was macht dieses neuronelle Netz eigentlich mit den Sprachen, und es hat irgendwie so eine eigene Metasprache entwickelt, die kein Mensch irgendwie verstehen kann. Also aber irgendwie schafft es das Netz verdammt gut, zwischen verschiedenen Sprachen hin und her zu übersetzen. Bilderkennung ist auch so ein Thema, wo das, also eines der häufigsten Anwendungsfälle, wo wirklich auch ganz erstaunliche Ergebnisse erzielt worden sind, die auch tatsächlich stark zu dieser Popularität von Deep Learning beigetragen haben. Es gibt schon ziemlich lange, aber jetzt hat man mittlerweile die Rechenpower, auch so Grafikkarten, auf denen diese Netze laufen können. Und die haben dann einfach mal die ganzen bisherigen Ansätze locker in die Tasche gesteckt. Und deswegen ist es jetzt gerade wie so ein heiliger Gral, den Zug, auf den viele auch aufspringen. Wo es dann natürlich richtig nützlich wird, wäre zum Beispiel sowas wie Krebserkennung, dass man einfach so Ultraschallbilder, Röntgenbilder von so einem neuronalen Netz analysieren lässt, was einem dann vielleicht Hinweise geben kann. Man sollte vielleicht auch nicht alles auf die Goldwaage legen, aber es kann auf jeden Fall, wäre das schon eine sehr, sehr nützliche Unterstützung auch für Ärzte. Ein so ein Beispiel, was ich auch letztes Jahr gefunden habe, was auch mit der Google-Bibliothek arbeitet, war, da hat so ein Japaner für seine Eltern, diesen Gurkenbauern, einfach eine Maschine entwickelt, die Gurkenarten klassifiziert und dann die schlechten Gurken einfach raussortiert. Also das ist wirklich, glaube ich, vielseitig einsetzbar für vielerlei Fälle, wo es halt auch gerade so um Bildklassifikation geht. Arbeitskollegen von mir, die arbeiten im Bereich Textmining sehr stark. Das war auch so für mich der Grund, bei diesem ganzen Deep Learning Hype so ein bisschen mitzumachen. Die sind halt daran orientiert, dass sie Suchmaschinen optimieren wollen, dass halt die Suchmaschine auch ein Stück weit den Nutzer versteht, was er eigentlich für eine Anfrage hat. Das geht dann nachher noch ein bisschen weiter in Richtung Chatbots. Für Spracherkennung ist es mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken. Denkt da an Siri oder IBM Watson. Da werden halt mittlerweile auch erstaunliche Ergebnisse erreicht. Auch wenn es darum geht, Sprache zu rekonstruieren, kann man das mittlerweile fast gar nicht mehr unterscheiden, ob es jetzt ein Mensch oder ein Computer ist. Das geht dann schon ein bisschen in die Richtung, vielleicht Arbeitsplätze wegrationalisieren. Wenn man sich jetzt vorstellt, man könnte damit dann die ganzen Callcenter besetzen, würde man sich einerseits denken,
cool, niemand, der mir diesen beschissenen Job machen muss. Aber auf der anderen Seite vernichtet das natürlich auch Arbeitsplätze. Ja, ja, und ein Feld, was bei uns auch jetzt immer mehr so ankommt in der Geobranche, sind selbstfahrende Autos. Zum Beispiel die Firmen wie hier oder so, die sammeln ja schon massig Daten mit all ihren Autos. Also die haben dann Sensoren, die alles Mögliche an ihrer Umwelt abtasten. Und da kann man natürlich auch mit neuronalen Netzen versuchen, ja, Objekte zu extrahieren, um dann, ja, das, damit das Auto dann selbst fahren kann. Ja. Das eine hier, Sunspring, das ist noch so ein witziges Beispiel. Da hat man einfach ein neuronales Netz mit ganz vielen Drehbüchern von Science-Fiction-Filmen gefüttert und das hat dann ein eigenes Drehbuch geschrieben, was dann verfilmt wurde. Also man kann sich das auf YouTube angucken, so ein Kurzfilm halt. Okay, kommen wir mal zu den Internals, wie das eigentlich funktioniert. Wie funktioniert eigentlich so ein neuronales Netz? Und ich hoffe, ich werde euch damit jetzt nicht überfordern. Ich habe versucht, hier möglichst viele Animationen einzubauen, damit es jeder so halbwegs verstehen kann. Also stellen wir uns einfach mal so ein Netz mit 4 Schichten vor. Man hat immer am Anfang, die erste Schicht ist immer so die Input-Schicht, wo unsere Daten reingehen. Also die Daten, das können ja, ein Pixel, ein Frame, eine Frequenz sein. Ihr müsst halt die Daten, eure Daten immer irgendwie so aufbereiten in eine numerische Art, dass es so eine Vektoren sind, die dann in das Netz eingehen, in diese Input-Schicht. Die normalisiert man meistens immer zwischen 0 und 1. Das ist einfach für die numerische Berechnung, ist es ein bisschen leichter. Und am Ende, die letzte Schicht ist immer die Output-Schicht. Das kann jetzt auch nur ein Neuron sein oder halt mehrere. Das ist dann immer, da zeigt dir dem Computer dann, das sollst du am Ende extrahieren. Das ist dann das sogenannte Target. Es gibt auch unüberwachte Algorithmen, aber ja, Deep Learning ist eigentlich hauptsächlich für überwachtes Lernen wird es genutzt. Okay, und nun gehen wir rein ins Netz. Nun sind unsere Daten stecken in diesen Input-Neuronen und dann sind die Input-Neuronen halt mit allen Knoten aus diesem versteckten Layer miteinander verbunden. So, und alle diese ganzen Kanten, die haben alle Gewichte. Wenn wir den Algorithmus starten, dann weisen wir diesem Kanten völlig random Gewichte zu. Und die Werte in den Neuronen, die werden dann mit diesen ganzen Gewichten multipliziert und dann entsteht ein neuer Wert in der neuen Schicht an den versteckten Knoten. Das ist halt eine Summe von den ganzen Multiplikationen. Und in diesem versteckten Knoten steckt nun eine Aktivierungsfunktion. Da geben wir das Ergebnis rein und das ist so eine sogenannte Schwellwertfunktion. Die wird dann, da wird ein gewisser Schwellwert errechnet, ob das Neuron aktiviert werden soll. Also ich habe es jetzt mal versucht, ich weiß nicht, ob man das erkennt, so mit weißen Punkten darzustellen. Also das Ergebnis, was wir von den ganzen Gewichten, was reinläuft in ein Neuron, habe ich jetzt mal mit so einem weißen Punkt dargestellt. Und je höher das ist, wird dann das Neuron aktiviert. Jetzt haben wir zum Beispiel, diese 3 werden aktiviert und senden ein Signal weiter in die nächste Schicht. So, die anderen machen das auch, aber das ist eigentlich vernachlässigbar durch diese Schwellwertfunktion. So, und beim nächsten Schritt geht es dann genauso weiter. Dann werden dort wieder Neuronen aktiviert, senden etwas weiter. Die ganzen Kanten sind natürlich dann immer auch entsprechend der Aktivierung gewichtet, bis man dann am Ende zum Schluss in der letzten Schicht ankommt. Und da hat man dann, kriegt man auch ein Ergebnis raus und hat dann quasi einen Vektor, den man mit seinem Eingangsvektor vergleichen kann. So, das ist ganz simpel. Man sagt einfach, ich nehme das, was ich rausbekommen habe, subtrahiere das mit dem, was ich erwartet habe und daraus kriege ich halt einen Fehler. So. Und nun kann ich halt hergehen und sagen, okay, der Fehler ist am Anfang, wenn ihr euch vorstellt, ich habe einfach irgendwelche Gewichte an die Kanten gemacht, dann wird der Fehler am Anfang super groß sein. Also die erste Klassifikation, die erste Iteration ist noch, schlägt völlig fehl. Und unser Ziel ist es jetzt, die bestmögliche Kombination an Kantengewichten zu finden, damit der Fehler, der Klassifikationsfehler oder Prognosefehler am Ende minimal ist. Und wenn ihr euch mal die ganzen Kanten durchzählt, was für eine Anzahl an Kombinationen das, was theoretisch möglich wäre, ist das eigentlich unmöglich zu berechnen. Also es ist genau wie beim Routing oder so, wenn man dort so ein Traveling Salesman Problem hat und weiß nicht 100 Koordinaten, wo man die beste Verbindung finden will. Man kann sich dem Problem nur annähern, man kann nicht alles durchprüfen. Und genauso ist es hier auch. Man verwendet da so eine Strategie, dass man sagt, man fängt nicht irgendwie an, mit Brute Force die optimale Lösung zu finden, sondern man sagt, wir versuchen uns mal minimal immer wieder ein bisschen zu verbessern. Man bildet da, das wird ja sehr mathematisch, man bildet da eine Ableitung, einen Gradienten und den versucht man halt immer weiter runterzuwandern, bis man bei so einem Minimum angekommen ist, an Minimumfehler, den man da errechnet hat. Man weiß nie, ob das jetzt wirklich das absolute Minimum sein wird, aber man hat eben versucht, sich immer dem Stück für Stück anzunähern. Und
diese Stück für Stück Annäherung, die wird halt jedes Mal zurückpropagiert durch das Netz. Also man passt alle Kanten immer wieder an, alle Gewichte. Das fließt dann wieder ein in diese ganze Matrixmultiplikation, die da immer zwischenläuft. Das ist wirklich, wenn man sich Matrixmultiplikation stellt man dann irgendwann fest, jeder, der irgendwie Mathe im Gymnasium hatte, das ist gar nicht so viel Hokuspokus, aber das alles zusammengenommen entzieht sich dann doch irgendwann so ein bisschen der eigenen Vorstellungskraft. Also wenn Fehler und eigene Gewichte und das alles zusammenkommt, dann noch mit dem Gradienten, das ist schwer vorstellbar. Aber ungefähr so ist die Funktionsweise. Das ist eigentlich Deep Learning. Das ist eigentlich das, was wo alle sagen, das ist künstliche Intelligenz. Also, aber im Grunde genommen, wenn ihr jetzt wisst, ihr, das ist eigentlich halt fast nur Mathematik. Also wo ist das Intelligenz? Okay, wie kann man mit Geodaten damit arbeiten? Also was gibt's für Beispiele, wo Geodaten genutzt worden sind? Und wie gesagt, Bilderkennung ist eines der hauptverwendeten Beispiele oder Anwendungsszenarien. Und da kann man sich natürlich vorstellen, okay, wir in der Geobranche, wir haben auch haufenweise Bilder. Wir haben ganz super viele Satellitenbilder. Da könnte man das ja eigentlich für einsetzen. Und es gibt ein paar Projekte, die das gemacht haben. Es gibt TerraPattern, das ist schon etwas älter. Da kann man eben auf so Luftbildkacheln klicken und dann werden einem ähnliche Luftbildkacheln vorgeschlagen. Also man kann das für Berlin machen. Ich habe dann jetzt hier eine Parkplatzkachel ausgewählt und dann hat er mir eben andere Luftbildausschnitte gezeigt, wo ebenfalls Parkplätze sind. Das könnte man so ein bisschen, wenn man ein etwas größeres Satellitenbild hat und jetzt vielleicht an irgendeiner geologischen Form interessiert ist oder so, könnte man das so als eine Suche nehmen. Es gibt noch zwei andere Projekte, die ich noch gefunden habe. Es gibt DeepOSM, das ist auch immer noch relativ aktiv. Da geht es jetzt nicht darum, also wenn jetzt die OSMler unter euch sofort die Hände nur den Kopf zusammenschlagen und denken, oh, das wird dafür gemacht, damit der Computer dann mappt und nicht mehr der Mensch. Nein, das ist dafür gedacht, um Fehler zu finden zwischen den Daten, die da sind und dem Luftbild, wenn vielleicht eine Straße nicht mehr existiert oder noch nicht, noch nicht aufgenommen wurde, noch nicht gemappt wurde. Dass da irgendwie Fehler angemerkt werden, die man dann, also dass man als Mensch schneller die Möglichkeit hat zu sehen, wo kann ich was berichtigen. Ein anderes Beispiel von der Firma Orbital Insight, die haben eben geguckt, wie man mit den Füllstand von Öltanks messen kann. Und haben dann eben jeweils mussten die Luftbilder dann entsprechend auch labeln, damit sie das extrahieren können. Okay, es gibt nicht bei neuronalen Netzen den einen Algorithmus, es gibt einmal einen Haufen verschiedener Algorithmen. Erst wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, merkt man, wie fein, also wie doch diese die ganzen Unterschiede sind. Das sind wirklich völlig eigenständige Algorithmen. Zwei, die relativ bekannt sind, sind Convolutional Neural Networks. Das ist für 5 Minuten, ach du Scheiße, für Bildabstraktion. Und es gibt neuronale Netze, die können eine Sequenz von Werten lernen. Also die haben quasi ein Gedächtnis. Sie wissen, wenn es in eine Schicht reingeht, was vorher für Werte da durchgegangen sind. Und da habe ich mir eben gedacht, Mensch, das wäre eigentlich interessant, ob man solche rekurrenten Netze nicht auch für Messreihen in Sensordaten nutzen könnte. Und wir haben in unserem Projekt halt Messreihen von Verkehrssensoren in Dresden, von stationären Verkehrssensoren, also so Induktionsschleifen, Infrarotsensoren. Und da habe ich eben versucht, okay, könnte man da nicht Kurzfristprognosen entwickeln, die sagen, okay, jetzt haben wir hier dieses Muster an den und den Sensoren gefunden, dann wird in den nächsten 5, 10, was auch immer, Minuten ein anderer Wert an den Sensoren auftauchen. Das nur mal so zum Versuchsaufbau, das sagt eigentlich das, was ich eben gerade schon erwähnt habe. Hier mal ein Ergebnis, ein erstes Ergebnis, was wir haben. Und man kann eigentlich erkennen, okay, die Vorhersage von neuronalen Netzen ist eigentlich schon relativ gut. Es gibt einige Stellen, da kommt es nicht ganz so hin mit dem eigentlichen Wert. Also die schwarze Linie ist halt der richtige Wert. Aber wir treffen das schon relativ gut. Und wir haben dem Netz auch gar nicht Informationen gegeben, an welchem Wochentag oder welcher Uhrzeit das nun stattfindet. Und es konnte trotzdem von selbst irgendwie erkennen, dass wann ein Wochenende ist oder wann ein Sonntag ist. Das war schon ganz erstaunlich. Aber was sind Dinge, die wir dabei gelernt haben, ist immer, wenn man mit Deep Learning arbeitet, ihr solltet wissen, was euer Target ist. Also ihr solltet wissen, was ihr eigentlich genau extrahieren wollt. Handelt es sich bei eurem Problem um eine Klassifikation? Wollt ihr irgendwie am Ende eure Eingangsdaten in bestimmte Klassen einteilen? Oder wollt ihr eine Prognose machen, so wie in unserem Fall? Wir haben halt festgestellt, der Verkehr in Dresden ist halt super regelmäßig und simplere Prognosemethoden reichen wahrscheinlich vollkommen aus. Und ich habe auch oft schon die Frage gehört, ist es nicht eigentlich interessanter, statt den zukünftigen Wert an irgendeinem Sensor einfach Stau vorher zu sagen, wie der sich fortpflanzt? Das ist wahrscheinlich auch was dran, aber da müsste man dann eben reingehen in den Datensatz nochmal, in die ganze Historie und gucken, da muss ich irgendwie Stau klassifizieren in meinen Inputdaten. Und da fängt es dann an, wirklich anstrengend zu werden, weil dieses
den Datensatz irgendwie zu klassifizieren und zu, also man nennt das auch Labeln, das kann sehr, sehr viel Zeit kosten. Und es ist immer die Frage, wie hoch ist am Ende die Qualität der Aufbereitung? Gibt es irgendwelche Standards, mit denen wir das vergleichen können? Also können wir, kann ich einen anderen Algorithmus, den jemand entwickelt hat, mit auf meine Daten loslassen und kann ich seine Ergebnisse dann mit meinen vergleichen, sodass ich weiß, welcher Prognosealgorithmus eigentlich besser ist? Und wie gut generalisiert das Modell eigentlich am Ende? Das ist immer so die spannende Frage. Also jetzt habe ich, es funktioniert vielleicht super mit meinen Testdaten in Dresden, aber kann ich die Prognose auch in Berlin ansetzen? Wahrscheinlich nicht. Oder ein anderes gutes Beispiel ist, wenn man ein selbstfahrendes Auto hat, was super auf den deutschen Straßen fahren kann, würde man sich damit dann in die so Serpentinenstraßen in Südeuropa wagen? Vielleicht auch, also sollte man vielleicht mit Vorsicht genießen. Also da muss das Modell schon sehr gut generalisieren. Und gibt es genügend Varianz in den Testdaten? Also es ist immer ein Beispiel, was die Textminer mir immer sagen, ist, wenn wir versuchen, Silben oder Subjekte in dem Text zu extrahieren, indem wir ihn einfach mit ganz viel Text füttern, mit ganz viel gelabelten Text, und da kommt ein Wort wirklich in einem Buch nur ein einziges Mal vor, dann ist es sehr schwer, dass der Algorithmus da wirklich robust funktionieren wird und das immer korrekt klassifizieren wird. Das ist die sogenannte Power-Law-Verteilung. Also man hat ganz viele, vielleicht jetzt auch in unserem Fall, ganz viele Nicht-Stau-Szenarien und dann nur ganz, ganz wenig Stau-Szenarien. Das wird dann halt schwerer zu klassifizieren. Und eine Frage, die immer die ganz, ganz viele Wissenschaftler in dem Bereich auch immer plagt, ist, wo bekommen wir eigentlich mehr Daten her? Jetzt haben wir uns ein schönes Aufbereitungspfad überlegt, aber wir haben am Ende nicht genug Daten. Und ja, Deep Learning ist eigentlich auch so ein gutes Argument für ein Argument für Big Data. Also man braucht für Deep Learning schon wirklich Massen an Daten, an Trainingsdaten, damit man wirklich einen tollen, gut funktionierenden Algorithmus hat. Und oft hat man das halt eben nicht. So, ich werde jetzt wahrscheinlich keine Zeit haben, die ganzen Software-Frameworks noch vorzustellen. Also wie kann man anfangen? Es ist zum Glück in den letzten 2 Jahren einiges passiert. Es sind noch einige weitere Frameworks veröffentlicht worden, mit denen man so ein bisschen anfangen kann, mit neuronalen Netzen rumzuspielen. Oft ist es tatsächlich so, dass die Programmierung von solchen neuronalen Netzen, das nimmt euch die Frameworks schon ab. Also die bieten euch Implementierung an von diesen Convolutional Networks oder rekurrenten Netzwerken. Das Zusammenbauen ist relativ einfach. Das Programmieren, das ist wirklich auch nicht viele Zeilen Code. 80% der Zeit seid ihr eigentlich mit Datenaufbereitung beschäftigt. Vielleicht sogar noch mehr. Also das ist dann ein bisschen frustrierend, wenn man dann denkt am Anfang so, ich mache jetzt was Cooles, ich mache jetzt was Hippes, Deep Learning, und dann ist man eigentlich hauptsächlich mit Daten umher jonglieren beschäftigt. Ja, es gibt Bücher, die ich da empfehlen kann. Eins, mit dem ich angefangen habe, es ist wirklich ein sehr simples, vielleicht auch, manche sagen vielleicht auch ein etwas billig gemachtes Buch, Make Your Own Neural Network. Es ist aber wirklich sehr einfach geschrieben, man kann es sehr gut nachvollziehen. Es teilt sich einmal halb in so einen Theorieteil ein und die andere Hälfte ist ein praktischer Python-Teil, wo man neuronale Netze mit Python nachprogrammieren kann. Also es ist wirklich, das verstehen eigentlich die meisten. Das ist auch mathematisch wirklich so erklärt, dass man sich da gut reinfindet. Wer es dann ein bisschen fundierter möchte, da gibt es auch zahlreiche Bücher. Ich glaube, ich würde sagen, mit das Beste ist eigentlich Deep Learning von Goodfellow, Benji und Kurbel, was auch relativ mächtig ist, also das ist halt auch Ende letzten Jahres entschieden. Ein Kurs, der immer wieder empfohlen wird, den man machen kann online, ist der Stanford-Kurs, um so einen Einblick zu bekommen. Und es gibt noch so eine Spielwiese von TensorFlow, einem Google-Framework, wo man sehen kann, man kann da aus 4 verschiedenen, mal gucken, kann man den Mauszeiger erkennen? Nee, man kann ihn nicht erkennen. Also man kann hier aus 4 verschiedene Testbilder auswählen und kann dann einfach so ein bisschen Layer hinzufügen beim Netzwerk und Neuronen hinzufügen und kann dann ungefähr sehen, wie das Netzwerk innen drin arbeitet. Das ist zwar immer eher so ein Blackbox-Approach, so ein neuronales Netz, aber man kann es so versuchen, so ein bisschen nachzuvollziehen. Ein anderes eine witzige Demo ist Deep Traffic. Da hat man so sein eigenes Auto, was da so über eine Autobahn fährt, und es gibt ein paar andere Autos, und man kann dann in so einem JSON-Editor die Parameter von so einem neuronalen Netz ändern. Also man kann Neuronen hinzufügen, Schichten hinzufügen, Aktivierungsfunktionen ändern, und dann entsprechend sieht man dann, wie das Auto sich anders verhält. Also dann tendiert es dazu, immer auf einer Spur zu bleiben oder immer alle zu überholen. Das ist eigentlich auch so ein witziges Spielzeug. Okay, ja, die Frameworks, die es gibt. Es gibt Café, das ist hauptsächlich für in der Computer Vision weit verbreitet. Theano ist schon relativ alt, also ein Python-Framework für neuronale Netze. Es ist so ein bisschen so, dass Theano gerade so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, im Gegensatz zu TensorFlow, das kommt halt von Google. Theano und TensorFlow sind auch relativ low-level, aber es gibt mittlerweile auch Bibliotheken wie Keras, die den Nutzen noch ein bisschen einfacher machen.
Also Theano und TensorFlow arbeiten auch deklarativ, so ein bisschen so wie SQL eben auch deklarativ ist. Wer lieber imperativ arbeiten möchte, da gibt's Torch. Torch ist allerdings, da muss man Lua programmieren. Wer das nicht mag, der kann PyTorch benutzen, dann kann er Python nutzen. Ist aber nicht so umfangreich wie TensorFlow. Und wer Java mag, es gibt Deep Learning for J. Was man bei Deep Learning for J auf jeden Fall hervorheben muss, ist die Dokumentation. Die ist wirklich grandios. Also da ist auch viel Theorie beschrieben. Man muss auch nicht unbedingt das Tool benutzen, aber man findet dort sehr viele hilfreiche Erklärungen zu den Werkzeugen. So, dann noch ein paar andere Folien und ich hoffe, ich kriege noch vielleicht eine extra Minute für das Fazit. Also Deep Learning, das liefert erstaunlich gute Ergebnisse, wenn man sehr, sehr viel Fuzzy Data hat. Ich weiß nicht, wie viele das von euch von sich behaupten können, dass sie wirklich super viele Bilddaten besitzen oder so, die sie auswerten lassen können. Dann sollte man das definitiv mal sich ansehen und gucken, ob das eine Möglichkeit wäre. Allerdings muss man auch gucken, dass man vielleicht, wenn man keinen eigenen Mathematiker in seinem Team hat oder keinen erfahrenen Data Scientist, dann sind doch schnell die Grenzen der Vorstellungskraft erreicht. Und wenn man dann Ergebnis hat, merkt man vielleicht doch, dass man sie nicht vielleicht so super interpretieren kann. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und es ist auch nicht so, dass man sich so sehr auf das neuronale Netz verlassen sollte. Es gibt auch schon Veröffentlichungen, die sagen, okay, ein neuronales Netz lässt sich auch relativ leicht manipulieren, indem wir die Input-Daten, die Testdaten, die reinkommen, einfach so ein bisschen leicht verändern. Vielleicht auch so ein Satellitenbild einfach ein bisschen so einen Filter rüberlegen und so. Und auf einmal klassifiziert das neuronale Netz schon was ganz anderes. Es ist, wie gesagt, kein Allheilmittel. Und man sollte immer gucken, es gibt klassische Methoden, die vielleicht auch genauso gut funktionieren und vielleicht auch weniger Energiekosten als ein neuronales Netz. Und ja, wenn ihr neuronale Netze einsetzt, am besten, ihr habt gute Grafikkarten, das mögen die am allerliebsten, weil darauf numerische Berechnungen super gut sind. Und das war's zu Deep Learning. Ich bin mal gespannt, was es für Fragen gibt. Vielen Dank. Ja, besten Dank für den lehrreichen und auch unterhaltsamen Vortrag. Das ist jetzt einer dieser Vorträge, wo man gerne doppelt so viel Zeit gehabt hätte. Ja. Ich habe aber auch nicht viel mehr Folien gehabt. Ich weiß halt nicht, ganz kurz ein, zwei Fragen, aber dann müssen wir wirklich in die Pause. Ja. Nochmal vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage zu euren Verkehrsdatenanalysen. Kannst du nochmal erklären, mit welchem Tooling ihr da gearbeitet habt und wie ihr das mit den Trainingsdaten gemacht habt, also das Labeling? Vielleicht ein, zwei Worte nochmal dazu. In dem Fall haben wir halt uns das ganze Feature Engineering gespart. Wir haben gesagt, wir wollen so schnell wie möglich rein und haben einfach nur unsere Messreihen. Wir haben halt wirklich nur einen Wert genommen, also nicht die Belegung an einer Induktionsschleife. Und haben die einfach in eine Vektormatrix gepackt, dass man die ganzen Sensoren und die ganzen Zeitstempel hatte und eine Zeile war dann ein Input. Und, es ist halt überhaupt nicht gelabelt, ja. Okay, weitere? Okay, entweder habe ich es ziemlich gut gemacht oder es ist immer noch zu kompliziert. Ich bin der Mitschuld von einem Deep-OSM und habe es dann ja Map-Roulette übergeben, damit da alles mit rechten Dingen zu und her geht. Das Wichtigste ist einfach, dass man ja auf bestehende Netze aufbauen kann und nicht jetzt bei Null anfangen muss mit nur drei Layern. Ja. Dann habt ihr das auch gemacht, eben TensorFlow und so. Der Trick ist da ja, dass man Google oder andere rechnen lässt und dann darauf aufbaut. Das ist ja dann der große Schritt, dass man die nicht von Null weg lernen muss. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht bei der Wiederverwendung bestehender Netze? Also wir haben halt nur unsere eigenen Netze, weil wir nicht so viele Trainingsdaten in den ersten Anläufen verwendet haben, hat das Aufbauen der Modelle nicht so lange gedauert und die speichern wir dann weg und verwenden sie wieder. Also es ist gerade wir verwenden auch Deep Learning for J und da kann das schon mal auch Tage dauern, bis man so ein Netz trainiert hat und das Modell sollte man natürlich wieder verwenden, aber wir haben keine externen vorgefertigten Netze da genommen. Okay. Gut, dann bedanke ich nochmal, Felix, und entlasse euch in die Mittagspause.